Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergog hier nicht und heute soll es einmal um die Frage gehen, warum Sylphie so von Rudi besessen ist, obwohl sich die beiden jahrelang nicht gesehen haben. Und warum sie nun Angst hat, Rudi zu verlieren. Aber bevor wir uns näher mit dieser Sache beschäftigen, sage ich an dieser Stelle, wie immer eigentlich, Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Fangs-Funktion. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema. Sylphie war deshalb so unglaublich vernarrt in Rudi, weil er halt ihr Kindheitsfreund war. Und er war halt auch derjenige, der es geschafft hat, dass die anderen Kinder Sylphie nicht mehr länger angreifen und mit Steinen beschmeißen. Das hat nicht nur dazu geführt, dass Sylphie zum ersten Mal in ihrem Leben nicht wegen ihrer grünen Haare ausgegrenzt worden ist und angegriffen worden ist, sondern sie hat auch in Rudi einen ersten Freund gefunden. Und einen mit einem enormen Wissen. Sylphie hat nicht nur von ihm Magie gelernt, sondern auch das stumme Wirken von Zaubern und war damit so komplett fasziniert von Rudi, der einfach so viel Wissen und so viel Fähigkeiten hatte, wie sonst niemand im Dorf. Und gerade für so ein einfaches Dorfkind war es zudem toll, dass sich auch der Sohn eines Adeligen so nett und freundschaftlich mit ihr unterhalten hat. Und Sylphie hat auch von Rudis Familie erzählt bekommen, dass er auf einmal nicht mehr da ist, weil er Geld für ihr gemeinsames Studium an der Akademie von Ranoa sammelt. Und wie gesagt, da war Rudi halt mal gerade erst 7 Jahre alt, weswegen Sylphie natürlich komplett beeindruckt von ihm war. Und Spoiler, Sylphies Gerede von Rudius später war auch der Grund, warum Prinzessin Ariel die Schulleitung überzeugt hat, dass sie Rudius eine Einladung zum Studieren an der Akademie von Ranoa unbedingt schicken sollten. Und dort hat sich Sylphie komplett erneut in Rudius verliebt. Denn Rudi war zu diesem Zeitpunkt gut durchtrainiert und recht attraktiv, wenn auch sozial immer noch sehr unsicher und gehemmt. Sylphie hat sich halt immer vorgestellt, später mal mit ihrem gemeinsamen Kindheitsfreund sich ein gemeinsames Leben aufzubauen und zusammen zu studieren. Und sie ist halt immer noch sehr schüchtern und deswegen hat sie nie den ersten Schritt gemacht und Rudius einfach gesagt, hey, ich bin Sylphie. Und es brach ihr jetzt einfach das Herz, was natürlich auch weiterhin dazu beigetragen hat, dass Sylphie so fasziniert von Rudi geblieben ist, war auch ihr Kampf, denn der wäre tödlich verlaufen, hätten seine Steinprojektile tatsächlich getroffen. Und das One-Hit-KO gegen Bardighardi war auch ein echter Schock für die gesamte Schule. Und gerade deswegen tat das Sylphie auch so weh, wie vertraut er mit Nanahoshi Shizuka geredet hatte. Noch dazu in einer Sprache, die sie nicht verstand. Und dadurch fühlte sich Sylphie komplett außen vor gelassen. Und sie hat nun wirklich Angst, dass Rudius sich jetzt anderen Frauen zuwenden würde. Gerade nachdem Linja und Persina schon Interesse an ihm gezeigt haben. Okay, soweit also zum Thema und damit schreibt ganz gerne eure Meinung zum Thema ab in die Kommentare. Und während ihr das tut, sage ich danke fürs Zuschauen und besonderen Dank an Animangatv.de, Blue Planet 6, White Bird Best, Philipp, Mr. TNT, Fabian, Karibasas Maske, David André, Hope, Hauer, Nix Morgdir, Sebastian, Dark Phoenix One, Despotanis, Nemasa 1106, Peng der Pirat, Florian Peter, Lordicon 3D, Kitsune, Mr. Funny Guy, Tiver Tiver, Toby CTZ und Cruel Teppis. Danke Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle, habt einen wunderschönen Tag.